Wir sprechen ja über das Ruhrgebiet und wir setzen das ein bisschen in Beziehung zu Berlin. Beide waren es ja schon mal, 2010 das Ruhrgebiet, das ist jetzt fast 10 Jahre her, 9 Jahre und 1988 Berlin. Und ich würde sagen, beide sind es jetzt, weil das Teil der kulturellen Vielfalt dieses Landes ist. Also ich glaube, man empfindet das nicht so. Ja? Also ich glaube, dass natürlich Berlin im kulturellen Leben Deutschlands eine herausgehobene Rolle spielt. Aber wenn wir uns anschauen, zum Beispiel, wo die großen Ausstellungen produziert werden oder wo für Kultur große Formate entwickelt werden, ist das nicht unbedingt Berlin. Also Berlin ist schon ein Hotspot. Auch ein internationaler nach wie vor, trotz all der Verteuerungen. Aber wenn ich schaue, was in den Museen in Frankfurt passiert, dann habe ich das Gefühl, dass sich Berlin da oft im Vergleich eine Scheibe abschneiden kann. Also ich finde, dass es durchaus sehr viele Parallelen gibt zwischen dem Ruhrgebiet und Berlin. Also klar, die Größenverhältnisse sind unterschiedlich. Ich habe mal oder operiere mit der Zahl, dass im Ruhrgebiet so 5,3 Millionen leben, je nachdem, wie man die Grenze zieht. Aber in diesen Ruhrgebietskommunen in Berlin sind es, wie viel sind es jetzt, 3,5 oder 3,7 Millionen. Ja, so auf die vier gehen wir zu, glaube ich. Ja. Und eine gewisse Dezentralität, das sprachst du ja auch an, steckt ja auch in Berlin Das stimmt, ja. so. Es verändert Also sich gerade, aber das, ja. genau, es verändert sich gerade, aber früher, da wurden, hat man Leuten, die gefragt hat, wo geht's denn hier ins Zentrum, denen hat man halt einen Vogel gezeigt. Jetzt könnte man sagen, okay, geht zum wunderschön wieder aufgebauten Stadtschloss und schaut euch das an, das ist das Zentrum von Berlin. Völlig, also zumindest diskussionswürdig, diese Neuerfindung von Berlin. Aber die Frage war ja, was beide Räume so voneinander lernen können. Und da würde ich jetzt mal jetzt aus Ruhrgebietsperspektive, der sich auch hin und wieder in Berlin aufgehalten hat, sagen, dass es in Berlin manchmal auch ein bisschen übertrieben ist, aber ein gesundes Selbstbewusstsein im Umgang mit Gegenwart gibt. Und auch im Umgang mit Zukunft, was auch zu gewissen Übertreibungen neigen kann. Also Blockchain, diese Community, also wenn man Blockchain sozusagen als die Lösung aller Probleme der Zukunft verkauft, dann mag das manchen auf die Nerven gehen, aber es ist irgendwie auch ein positiver Wille da, irgendwie Zukunft zu gestalten. So. Und ich finde, im Ruhrgebiet ist das ein bisschen so einer Verzagtheit gewichen, so, dass man sich eher also so trotzig an anderen auch Stadträumen und wie auch immer abarbeitet, aber dem wohnt eigentlich kein Selbstbewusstsein inne, völlig ungerechtfertigt, sondern so eine Art Underdog-Mentalität, die auch ganz charmant sein kann, aber irgendwann nervt es auch, so, wenn man Zukunft gestalten will. Da finde ich, da kann man durchaus sagen, hey, da gucken wir uns mal ein bisschen was ab. Und andersherum würde ich sagen, das hat irgendwie mit Vergangenheit und Zukunft zu tun, dass dieses Thema Herkunft im Ruhrgebiet eigentlich eine sehr positive und kraftgebende Rolle spielen kann. Ja? Also diese Industrieregion, ja, die auch die Verknüpfung von verschiedenen Lebensräumen, die wirklich insgesamt so eine Region geprägt haben. Das ist, glaube ich, etwas, woraus, wenn das Ruhrgebiet es klug anstellt, so eine Region auch Kraft schöpfen kann und möglicherweise auf eine etwas unkompliziertere Art und Weise, als das in Berlin der Fall ist. Also Berlin ist ja auch eine Stadt voller Vergangenheit, aber wenn man sich anschaut, in welcher Brutalität manche Projekte, die sich damit befassen, ich meine, dieses DAO-Projekt, das zeigt das ja, ja? Wie krass da noch aufeinander oder wie unerbittlich miteinander diskutiert wird, das ist etwas, wo sicherlich das Ruhrgebiet mit so einer größeren Lässigkeit mit so Vergangenheit umgehen kann. Und dann auch nochmal ergänzend dazu, ist das Thema Industrie oder hat das Thema Industrie im Ruhrgebiet sowohl im Positiven als auch im Negativen
einen ganz anderen Stellenwert, als das in Berlin der Fall ist. Und ich glaube, daraus kann man einfach was machen, sowohl für kulturelle Tätigkeiten, künstlerische Tätigkeiten, als auch für die Frage, wie kann man eigentlich Transformation gestalten. Ja, also ich habe das Ruhrgebiet natürlich auch immer erlebt als die Region einer zweiten deutschen Gründerzeit. Ne? Also nach 1945 dieses Wiederauferstehen, ja, Deutschlands nach den Hitlerjahren und nach der Zerstörung, nach den großen Bombardements und nach all dem, was man als Schuld auch in sich getragen hat. Da war das Ruhrgebiet ein Ort, von dem ist tatsächlich die Kohle gekommen, die ganz Deutschland wieder warm gemacht hat. Und die Energie für diese Transformation in eine neue Gesellschaft bereitgestellt hat. Und das in den baulichen Relikten ist noch sehr anwesend. Ja, diese ganze 50er, 60er Jahre Architektur, die oft sehr großzügig war, auch wenn sie heute immer eher klein und bescheiden wohnt. Aber sozusagen, wir fangen langsam an, die Schönheit da drin zu sehen, ja, im Pantoffelgrün hinter den Bergarbeitersiedlungen. Also auch einen gewissen Aspekt von Lebensqualität da drin zu sehen. Aber wenn es jetzt um eine dritte Gründerzeit geht, ja, wenn es um die Frage einer Transformation ins digitale Zeitalter geht, ja, sozusagen in dem Globalisierung die Normalität ist, dann ist die große Frage, was die großen Trümpfe des Ruhrgebiets sein könnten. Und ich denke oft, dass es was zu tun hat mit reichen Infrastrukturen, also Hochschulen, dass es was zu tun hat mit erstmal Platz geben, Platz haben. Die große Frage ist, wie man groß denken kann in der Region, denn das, was, glaube ich, viele Leute abzieht, es ist ja einfach ein Problem, dass das Ruhrgebiet nicht sexy ist, es ist halt so, dass die jungen Leute doch nach Berlin gehen, ja, oder woanders hin, aber jedenfalls, dass es schwer ist, die Leute vor Ort zu halten und dort ein Klima von Aufbruch, von Kreativität, von Nachbarschaftlichkeit zu erzeugen, was es schon gibt auch, nicht? Aber was das Ruhrgebiet zu einem Ort ist, macht, zu dem man pilgert. Ja? Das gelingt da, glaube ich, in bestimmten Bereichen. Ich finde, dass das Ruhrgebiet an sein eigenes Erbe, das eben ein anderes ist als in Berlin, ja, auch mentalitätsmäßig anders ist, viel selbstbewusster anschließen muss. Das meine ich, ja. Und das ist, ich weiß, es gibt einen Humor dort, ja, den verbinde ich mit Habe Gerkeling oder mit Helge Schneider, um mal die Seniorenliga zu nennen. Aber das ist etwas, das leuchtet über die Region hinaus und ist etwas, wo ich sagen würde, das ist auch eigen, ja? Das ist auch nicht provinziell, aber das ist eigentlich nichts, was man zum offiziell förderwürdigen Kulturportfolio rechnet. Und ich habe das Gefühl, dass der Kulturbegriff in der Gegend eben anders gedacht werden müsste, nicht wie in Berlin, ja? Sondern dass man mit dem Nativen dort viel wertschätzender, offener und planvoller umgehen müsste. Aber dazu gehört sicherlich auch, finde ich auch, aber dazu gehört eben auch, weil du das ansprachst, diesen Humor, und da gibt es ja ganz, ganz viele solche Eigenschaften, die den Ruhrgebietsmenschen zugeschrieben werden, nicht zuletzt auch Solidarität und sowas, dass man solche Begriffe oder solche Mentalitäten nicht irgendwie mythologisiert
und dabei sozusagen die Zukunft außer Acht lässt. Ja, ich glaube, das ist ein schmaler Grat, weil ich glaube, jetzt mal jenseits der Mentalitäten, hat natürlich dieses industrielle Erbe und was damit zusammenhängt, Städtebau, Mobilität und so weiter, das hat ja an vielen Orten wirklich zu einer massiven Problemballung geführt. Ja? Also, nicht zuletzt auch in sozialen Kennzahlen geht es nun mal objektiv betrachtet manchen Ruhrgebietskommunen besonders schlecht, also Arbeitslosigkeit und Armutsrate und so weiter und so fort. Und die Industrie steht vor besonderen Herausforderungen, beziehungsweise pessimistisch ausgedrückt haben manche Industriezweige möglicherweise ihre beste Zeit auch hinter sich. Ja? Und trotzdem ist so viel da und eben auch an positiver Energie, um zu sagen, also wenn wir es hier packen, dann packen wir es anderswo auch. Das klingt jetzt ein bisschen nach Marketing-Sprache. Aber ich glaube wirklich, dass natürlich die Gewaltigkeit der Aufgaben und die Vermachtung von Infrastrukturen und Entscheidungsstrukturen und so weiter und so fort, das macht es wirklich besonders herausfordernd. Aber man kann es halt packen und dann ist man nicht nur sozusagen eine Bubble, die Technologien entwickelt, von denen man gar nicht weiß, ob die in der Breite Anwendung finden, sondern man muss eine gesamte Infrastruktur, man muss eine gesamte Industrie auch mitnehmen und mittransformieren, um am Ende so eine Region irgendwie voranzubringen. Oder im Umkehrschluss meine ich damit, wenn es nicht gelingt, dann wird es, glaube ich, echt auch schwierig. Energiekultur ist ja erstmal kein stehender Begriff. Den haben wir ja so ein bisschen erfunden als Energy-Stiftung, um naheliegende Förderaktivitäten, Initiativen im kulturellen Bereich so ein bisschen unter einer Überschrift zu bündeln. Und uns liegt besonders das nahe, wo wir glauben, dass Kultur, künstlerische Positionen, einen besonderen Beitrag zu, tatsächlich zu Transformationsprozessen leisten können. Das ist ein schmaler Grat, weil solche Herangehensweise sehr schnell auch der Verdacht im Raum steht, dass Förderungen durch Stiftungen irgendwie Einfluss nehmen würden auf die Freiheit der künstlerischen Produktion und auf der künstlerischen Arbeit. So, das machen wir natürlich nicht, sondern wir glauben an die spezifische Kraft von Kultur, um Fragen des Energiesystems irgendwie anders als die üblichen Verdächtigen aus Politik, aus Wirtschaft, aus Unternehmen, aus Verbänden und so weiter zu beleuchten. Und damit haben wir über jetzt einen Zeitraum von 10 Jahren hinweg angefangen, das war damals noch eine Aktivität vom RWE-Konzern, angefangen vom Ruhr-Atoll im Kulturhauptstadtjahr, über die langjährige Förderung der Lichtkunst, über das Aufsetzen eines Artist in Residence-Programms, was um das Thema Energie sich rankt, haben wir sehr positive Erfahrungen gemacht. Und damit meine ich nicht nur, dass wir da erfolgreich entstandene Kunstwerke präsentieren konnten, sondern dass wir eigentlich alle Reibungen, die die Gesellschaft hat, im Hinblick auf den Klimawandel, im Hinblick auf die Frage, wie geht es weiter mit dem Industriestandort Deutschland und so weiter und so fort, wie geht es weiter auch in der europäischen Perspektive, dass wir das alles unter einem Brennglas im Rahmen dieser künstlerischen Förderung erleben konnten, in harten Diskussionen zwischen Unternehmen, Künstlerinnen und Künstlern und so weiter und so fort und zum Teil sogar vorwegnehmen konnten. Ich glaube, dass Stiftungen, wenn sie Transformation unterstützen wollen, tatsächlich eher langfristige Commitments suchen sollten, weil jede Förderung bedeutet einen Aufbau von Infrastrukturen, bedeutet einen Aufbau von Know-how, einen Aufbau von Verbindlichkeiten, aus denen man nicht so schnell wieder raus soll, wie man in sie reingeht. Also ich würde mir Langfristigkeit als ein wichtiges Ziel vorstellen. Und ich glaube, auch ein anderes, neues Denken, was eine Aufgabe für Stiftung sein könnte. Ich denke, dass zum Beispiel ein großes Problem von kulturellen Bereichen, die wir nicht zur Hochkultur zählen, ist, dass sie strukturell nicht repräsentiert sind. Also wenn Sie an den neuen Zirkus denken
oder wenn wir über Urban Arts sprechen oder über Street Dance, dann sind das Dinge, die keinen Lehrstuhl an der Folkwang Hochschule haben, die keine qualifizierten Juroren in städtischen Juries, wo über Förderanträge entschieden wird, haben. Wenn Sie in Berlin, selbst in Berlin, versuchen, einen neuen Zirkus zu fördern, fühlt sich da eigentlich niemand wirklich zuständig, weil es wenig Kompetenz gibt. Es gibt wenig Lehrstühle, die dazu beitragen, dass diese Künste eine eigene Sprache entwickeln können. Es war so ein langer Weg, ehe die freie Szene zu sowas wie Pakt Zollverein, Sophienseelen, Hau, Kampnagel gekommen ist. Der gleiche Weg steht vor uns, was diese Urban Arts betrifft. Und ich glaube, dass wir das strukturell fördern könnten, zum Beispiel Stiftungen gar nicht unbedingt nur, indem sie den Akteuren Geld gibt, sondern eben auch sich darum kümmert, dass die Strukturen, die Akteure fördern, überhaupt erst befähigt werden und eine Kompetenz entwickeln, um die richtigen Entscheidungen fällen zu können. Gerade indem sie nicht einzelne Projekte fördern, sondern Strukturen fördern, die langfristig eine Art von Empowerment mit sich bringen. Das fände ich einen guten Shift, ehrlich gesagt. Aber das ist natürlich eine Frage an den Profi. Also Stiftungen sind ja einerseits so Geldgeber, klar, und auf der anderen Seite wollen Stiftungen immer mehr auch in eine aktive Rolle reinkommen, des Gestalters, des Ermöglichers. Und das ist sicherlich auch eine gewisse Anmaßung, denn warum sollten die Menschen, die in Stiftungen arbeiten, besser über Dinge Bescheid wissen, besser Dinge in Gang setzen als Menschen in vielen anderen Organisationen, Institutionen, die sich ja auch ernsthaft mit ihrem Thema befassen. Dennoch glaube ich, dass es natürlich in der Gesellschaft auch bestimmte Front- und Gegenpositionen gibt, in die die Stiftung aufgrund ihres Gemeinwohlauftrags und aufgrund ihrer Neutralität unvoreingenommene einsteigen kann und damit auch Korridore für Lösungen eröffnen kann. Ich will dafür mal ein Beispiel sagen. Wir haben heute schon des Öfteren diesen Themenbereich gestreift, nämlich den der Mobilität. Darauf zu warten, dass der ÖPNV im Ruhrgebiet sich revolutioniert und sprunghaft besser wird, ist sicherlich müßig oder wird lange Zeit in Anspruch nehmen. Und gleichzeitig bringt es ja nichts, in seiner Frustration zu verharren. Und nun haben wir ganz konkret in einer Initiative von vier Stiftungen, Ruhrgebietsstiftungen, haben wir uns das Thema einfach mal angenommen. Das ist die Innungsstiftung, wir haben uns das ausgedacht im Rahmen unserer Kooperation Dynamis. Dann ist es die RAG-Stiftung, dann ist es die Stiftung Mercator und es ist die Stiftung Zollverein. Und wir haben gesagt, wir wollen einfach mal auf dem Gelände der Zeche Zollverein und in den Quartieren drumherum die Menschen überhaupt erstmal befragen, was sind ihre Mobilitätsbedürfnisse? Also was erwarten sie eigentlich, um mobil zu sein? Und was vermissen sie? Ja, weil normalerweise Verkehrsplanung wird ja gerne top-down gemacht, da werden Verkehrsströme gemessen und dann denkt man sich irgendwas aus und am Ende funktioniert es dann trotzdem nicht. Dann, wenn man Verkehrsströme von Autos misst, dann kommt man ja zu der Schlussfolgerung, wir brauchen einfach mehr Straßen. Und das kann es ja heute nicht mehr sein. Deswegen muss man die Menschen fragen und vielleicht auch ein bisschen Impulse von draußen reingeben. Und wenn wir das haben, dann können wir ganz frei überlegen, wie man Lösungen erarbeiten kann. Und da wird der ÖPNV sicherlich eine wichtige Rolle spielen, dass dann irgendwann die Ruhrbahn Investitionen tätigen muss in die Taktfrequenz der Straßenbahnlinie 107. Aber man kann eben auch fragen, welche nachbarschaftlichen Initiativen sind möglich. Ja? Was steckt eigentlich für Potenzial drin in Sharing-Modellen jetzt jenseits von so Vorzeigeprojekten oder nicht funktionierenden E-Scooter-Verleihen oder doch, keine Ahnung. Ja? Also dass man sozusagen unter einem Brennglas als Stiftung einen Prozess initiiert, der am Ende wirklich zu hybriden Lösungen führt. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz interessanter Gedanke, dass Stiftungen eigentlich Master des Hybriden sein können. Also Welten miteinander zu verbinden, ins Gespräch zu bringen, aber auch im Zuge der Lösungsfindung miteinander zu verschmelzen. Das ist so meine positive Idee von Stiftungsarbeit.